Willkommen zurück zu einer weiteren Calvin und Marvin Game Master Reaction. Ihr wisst Bescheid und wir legen los. Let's go! Jo, Calvin. Calvin, Bro. Jo. Was ist eigentlich mit der Belohnung? Du hast doch die Handball, diese Roulette-Challenge hast du doch gewonnen. Da bekommst du doch noch eine Belohnung für. Ich hab mich voll vergessen. Ja, jetzt kann es auch dieses Thema weitergehen, nachdem wir ja. Ich hatte ja davor auch noch eine gewonnen, ne? Ja, der Game Master sich ja wie zu erwarten nicht gezeigt hat und die Frage beantwortet ist. Ich werde den Game Master nichts fragen, aber wir können sagen, also wie sollen wir denn das klar machen? Ich habe eine Belohnung verdient. Ist ja keine Frage. Ja, Mann. Du kannst auch einfach gemein werden. Gib mir eine Belohnung. Erstmal so richtig frech werden. Jetzt gib mir ehrlich meine Belohnung. Ja, Mann. Wir haben ja noch eine Belohnung offen, Mann. Leute, wenn ihr auch merkt, wir haben Dinge offen, weil hier passiert ja gerade so viel mit dem Game Master. Ja. Gibt's doch immer Tipps. Jetzt haben wir ja vor kurzem jetzt die Frage hier dem Game Master gestellt. Leider ein Rückschlag, hat sein Gesicht nicht gezeigt, aber erinnert uns auch gerne immer dran. Ja, das war auch so klar, dass wir das nicht machen. Wir auch aktuell, wir haben aktuell 5. Mal gucken, wann wir die abgeben, weil es sind 10. Ne? Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen schon bei 10 abgeben. Ja, also, weil wir durch die Challenge ja auch Belohnungen bekommen. Richtig. Zum Beispiel, du bekommst jetzt auch noch eine. Macht es mehr Sinn, dann 10 Masken abzugeben. So sind wir jetzt bei verblieben. Genau, sind bei der 11. Mal sehen, wo die nächsten. Auch da immer wieder gucken in den Videos. Guckt da gerne mit. Ja, Mann. Und ich würde sagen, ja, wir schreiben uns den Game Master. Ne? Ja, Mann, wir schreiben dem jetzt. Und. Ja. Yo. Da hatte der Game Master wohl die gleiche Idee wie ihr. Alter, hört uns wieder zu hier, oder was? Eine Memo. Ach, Voice Memo. Oh, okay, okay, mal wieder eine Memo. Was hat er zu sagen? Bist du ready? Ja, wärme. Sehr leise. Hört auf, deine Menschen zu grübeln, was die Belohnung sein wird, sondern wartet einfach ab. Gibt eine viel wichtigere Aufgabe zu lösen. Und zwar fehlt noch die Tresor-Challenge. Zur Sache, ne? Im Büro? Ja, Mann. Alter, was? Und der hat mitbekommen, dass sie sich über die Belohnung Gedanken gemacht haben. Tschüss zu, natürlich. Oh, Mann. Bevor wir uns ins Abenteuer stürzen, noch schöne Grüße an Phil. Du hast gesagt, danke dafür. Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt einen Kommentar mit. Hey, ist die Kontakt aktiv und die Chance, hier eingewöhnt zu werden. Ja, stimmt ja. Die Tresor-Dings da auf dem Glücksrad war ja auch noch übrig. Okay. Sollen wir einfach rein? Mach vorsichtig. Geht doch einfach rein, Mensch. 3, 2, 1. Oh mein Gott, alles dunkel. Alles dunkel, geh vor. Als ob der Game Master jetzt da steht. Oder sitzt. Ja, nee, war ja klar. Was ist das denn? Leute, einfach ein Stift? Ein Stift. Was ist das für ein Stift? Damit sollen wir. Was hat er gesagt in der Memo? Wir sollen einen Zahn suchen? Leute. Nee, es sieht aber nicht. Ist das wirklich ein Stift oder ist das vielleicht eine UV-Lampe oder so? Oder irgendwas anderes? Der Tür ist zugegangen. Oh. Jo, sag ich, also, wie meine Vermutung schon war, der Game Master hat sich schon ein zweites Zuhause bei den eingerichtet. Hä? Wieso hat Boris eine Maske an? Leute, hier geht immer. Der Beweis: Boris ist der Game Master. Es muss Boris sein. Leute, nächste Maske. Krass. Wir haben jetzt 6 Masken, Leute. Wir gehen auf die 10. Oh mein Gott, Leute, nur noch 4 Masken. Ja, Mann. Dann kriegen wir eine große. Ja, stimmt, für die Belohnung. Ist das für ein Stift? Die große Belohnung. Ey, warte mal. Was? Ich glaube, der macht unsichtbare Schriftzüge. Wir hätten doch schon mal bei irgendeiner 3 Uhr nachts. Schreiben wir hier was drauf. Also, wir können mal gucken. Unsichtbare Schrift. Ah, guck mal da. Das, der macht so ganz feuchte Bewegungen. Also, man sieht so ganz leichte Umrisse. Warte mal, man sieht nichts. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Oh, Licht aus. Wow, das leuchtet. Ja, wusste ich doch. Also, ich hab schon vermutet, dass es so eine Art was ist. Wie heißt das? Ah ja, genau, das ist so ein Stift, damit du das sehen kannst, was er geschrieben hat. Leute. Ja! Leute, ich hab's gerade hingekritzelt. Alter. Leute, wir müssen jetzt hier. Okay.
die Symbole finden. Ja. Mit dieser neon-leuchtenden Schrift. Ah, okay. Und damit sollte wahrscheinlich die Zahlen suchen. Nix. Guck, und jetzt sieht man's. Boah. Boah. Oh mein Gott, Leute, das Geheimstift. Oh mein Gott. Alter, wie krass. Leute. Okay, ist ja geil. Was? Wenn du etwas an die Tapete schreibst und nicht weißt, und niemand soll das sehen, dann, ja. Nichts. Ich an Boris. Oh, komm, guck mal. An Boris. Eine 8. Oh, tatsächlich, Boris hat eine 8 auf dem Kopf. 8. Oh mein Gott, Leute. Boah. Okay, wir müssen uns die 8 aufschreiben. Wir müssen sie aufschreiben. Noch kann ich es mir merken. Ich habe mein Handy gerade nicht hier. Kannst du dir merken? Ja. Oder wir holen ein Blatt. Wir holen ein Blatt. Komm, wir müssen aufschreiben. Okay, 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 okay. Wir haben einen Stift. Okay, können wir den unsichtbaren Stift nehmen. Können wir eigentlich nehmen. Leute, jetzt schreiben wir machen jetzt selbst hier. Wir nehmen den unsichtbaren Stift. Okay, ich schreibe extra. Mit welchem ist doch egal. Okay. Okay. Wir testen es kurz noch. Wir testen. Besser nicht. Okay, Leute. Ist aber klein, ich hätte es größer geschrieben, ja, wenn man schon das ganze Platz zur Verfügung hat. Schriftlich, okay, okay. Aber eins muss ich zugeben, das war jetzt ein krasser Zufall. Ja. Ich kann ja alles anleuchten. Boah, okay, ich mach mal das Licht aus und leuchte mal einmal eine Runde. Vielleicht ist das. Ja. Leuchte mal. Boah, man sieht schon viel. Aber ja, man würde doch. Oder ich guck mal hier bei der 8, ob ich die von hinten sehen will. Guck mal. Aber doch, man sieht schon gut. Sieht man die? Guck, warte, ich geh jetzt hier. Ich würde es doch von hier sehen. Leute, man kann auch ein bisschen weiter weg. Ja, es ist. Aber also umso näher. Guck jetzt, so ist gut. Ja. Also mindestens so ist der Abstand, den ich kenne. Okay, warte, ich mach mal das Licht dunkel. Sieht man es trotzdem jetzt? Oh ne, sieht man gar nichts. So okay, krass. Und jetzt sieht man es komplett. Okay, wir müssen. Okay, Leute. Eigentlich ist jetzt schlecht, ne? Ja, ist echt schlecht. Wir müssen uns überlegen, aber. Guck ich mal um, was ist auffällig? Leuchte mal den Tisch durch hier. Oh ja. Komm. Checken wir einmal den Tisch ab. Ich glaube, die Kerzen stören nicht, aber wir machen es mal. Schon längst das gesehen. Guck hier, leuchtet sofort die 8, Leute. Oh ja, Mann. Haben wir auch geschrieben. Krass, aber ne, der Tisch ist okay. Okay, leuchte mal alles einfach an. Ich leuchte jetzt einfach mal hier. Alles durchleuchten, Alter. Das ist schon viel. Also, das ist schon eine fette Fläche. Einfach hier! Als ob. Okay, warte. Auf der Softbox, auf unseren Studio-Softboxen. Was steht da? Eine 2. Einfach eine 2. Ich hätte das niemals gesehen. Boah, Leute, oh mein Gott. Ich auch wieder auf. Ey, wir haben schon 2 Zahlen. Guck, Leute, wir haben die 8. Ja, fehlt nur noch eine, ne? Zwei. Daneben. Warte, leuchtet der Stift auch. Ach, könnte leuchtet auch, guck mal, wenn ich jetzt so schreibe. Oh. Leute, ihr seht jetzt gleich, wie es aussieht. Bäm! Oh. 8 und 2. Nice. Geil, Mann. Der Stift ist echt krass. Okay, Leute, nur noch eine Zahl. Okay, okay. Ich guck jetzt einfach mal. Sind die eingesperrt, Alter? Ich hab Angst. Ja, sind eingesperrt. Bro, ey, wir müssen jetzt das finden. Eingesperrt. Okay. Hat er sie wirklich eingesperrt? Die Ohren geschlossen und so? Ich geh jetzt hier alles durch, vielleicht auf den Drucker. Ja, alles durch. Mach Licht aus. Ja, mach aus. Und? Hier ist nix. Ein Tisch. Huh? Das ist eine 7. Was ist denn das? Gott. Ich wollte gerade den Tisch beleuchten. Yo. Und der Stuhl war hier. Jo. Ey, 7. Das ist eine 7, ne? Warte mal, wie viele Ziffern gab's? Wir haben 3. Wir haben alle. 8, 2, 7. Schreib dir auf. Schreib dir auf. Das Problem ist, welche Reihenfolge? Ah, müssen wir noch testen, ne? Oder? Ey, das Gute ist, Leute, es sind nur 3 Zahlen. Leute, hier. 8, 2, 7. Okay, wir machen jetzt. Kommt halt drauf die Reihenfolge an, ne? Ob es da jetzt eine bestimmte Reihenfolge gibt. Genau, dann gucken wir mal. Oder ob die jetzt schon so richtig sind, wie sie gefunden haben. Okay, Leute, ich schreibe den Game Master. 8, 2, 7, bam. Nice. Okay, ich mache einen Screen. Okay, mal gucken, was kommen wird. Wir haben alle Zahlen gefunden, ne? Das war's. Genau, das war's. Komisch, aber was mir gerade aufgefallen ist, die Sprachnachricht wurde nicht im Chat angezeigt. Ja, dann sehen wir uns gleich. Hm. Oh mein Gott, Alter. Die Tür ist offen. Oh, ja, Leute, die Tür ist einfach aufgegangen. Ey, lass gucken. Sollen wir hin oder nicht? Safe. Der Game Master hat nicht geantwortet. Daumen hoch, wenn wir zur Tür sollen. Leute, Daumen hoch. Urplötzlich steht da jetzt eine Box oder was das ist, oder? Der war hier, Mann, der war hier. Oder? Ist das? Haben die das da hingestellt? Ah, ne. Okay. Habe ich mich geirrt. Naja. Ist da irgendwas? Wenn du dich in deiner eigenen Wohnung unsicher fühlst, weil der Game Master gefühlt ein Apartment bei euch zu Hause gemietet hat. Alter,
Wo ist aber klein? Ich dachte, jetzt kommt ein großer Tresor. Oh mein Gott. Ja, aber das war's für heute. Morgen und übermorgen geht's dann weiter. Bis dann. Do this what I do, and I hope you let me in, yeah.